Nach seinen eigenen Aussagen wollte Jan Böhmermann Podcast-Partner Olli Schulz ermutigen und ihm einen besonderen Gruß gab. Laura Müller sendet eine Videobotschaft mit ermutigenden Worten. Aber anscheinend weiß er nicht, was Olli in seiner motivierenden Rede führt. Finden Sie mehr Promi-Nachrichten. Jan Böhmermann und Olli Schulz lachen über eine Aufführung in Berlin. Wenn seine Live-Aufnahme seines Festes und Fluffig-Podcasts von IFS Sommergarten, erklärt Jan Böhmermann, dass er in melancholischen Phasen ist oder wenn er schlecht gelaunt ist, sie nicht daraus herauszuholen. Ich kann nur bekommen keine Berührung. Und deshalb bekomme ich Hilfe. Als neues Element seines Formats hat es jetzt eine motivierende Rede für Schulz, die ein sehr lieber Freund für ihn genommen hatte. Dann reproduzieren der Podcast und der Moderator die Nachricht, die er auch als Video in einer Instagram-Geschichte veröffentlichte. In ihm erklärt Laura Müller, Frau des erfolgreichen Stars des erfolgreichen Hits Michael Wendler, in Begrüßung: Hallo lieber Olli, Ihr lieber Freund Jan hat mir geschrieben, dass Sie gerade nicht so gut sind und dass ich Ihnen Worte schicken wollte der Ermutigung. Laura Müller sendet Grüße und Umarmungen. Unter anderem erklärt Müller auch, dass er seinen Kopf nicht hängen lassen sollte und, wenn er nicht so optimistisch aussieht, dann stehen sie am nächsten Morgen auf und sehen dann wieder ganz anders aus. Er sollte positiv bleiben, ihn nicht von ihm wegziehen und sich sehr nett fühlen. Sie ist sehr froh, dass er ein großer Bewunderer von ihr war und wünscht ihr nur das Beste für die Zukunft. Böhmermann erklärt, dass er den besonderen Gruß auf einer Website für 250 Euro gekauft hat, in denen er prominenten Botschaften kaufen kann, und weist darauf hin, dass Müller keine Ahnung hatte, wer aus der Bewerbung stammt und für die seine Botschaft bestimmt war. Ich bin bewegt, das ist gut, scherzt der Musiker Olli Schulz, der den Miller oft in das Thema in den Podcast verwandelt hat. Wendler und seine Frau schaffen weiterhin Lächerlichkeit. Im August zirkulierte ein deutscher Eisenbahn-Tweet in Bezug auf Michael Wendler. Die offizielle DB-Lastgeschichte twitterte als Antwort auf die Überschrift: Michael Wendler und Laura Müller müssen die Villa in Florida verlassen, wir haben Erfahrung im Aluminiumtransport. Damit spielen sie im Wendler.